es kam immer wieder irgendwas, was mich zum Lachen gebracht hat. Besonders eine Szene, die werde ich nicht verraten, aber. Ja. Der Schauspieler Mario. Ja. Den fand ich gut. Richtig gut, ja. Also mir hat am Film am besten gefallen dieser sehr, sehr realistische Humor. Ich konnte mich durchaus damit identifizieren und habe einiges gelacht. Es werden halt viele Themen angesprochen, über die man sich wahrscheinlich wirklich mal Gedanken machen sollte. Und das gibt einen guten Anstoß. Den Karl, den mochte ich richtig gern. Also jedes Mal, wenn der wieder einen Part hatte, dann habe ich mich schon auf ihn gefreut und wusste irgendwie, gleich kommt irgendwas Geiles. Und kam auch immer. Man lacht eigentlich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Und es hat auch Tiefe. Also es ist jetzt nicht nur so ein Kommerz, der irgendwie an einem vorbeizieht. Es ist ein toller Film. Die Schauspieler, definitiv. Ja. Ich glaube, am besten gefallen hat mir so ein Panoptikum an verlorenen Männern zu sehen oder so. Ich glaube, am besten hat mir tatsächlich gefallen, wie es besetzt war. Ja, das war echt cool besetzt.